nicht jetzt, zu. Es kommt halt nicht die eigentliche Sendung, Freunde, es war nur so. Warum wollten wir nochmal unsere alte Sendung zeigen? So, ich bin der Neudi, ich bin 15 Jahre alt und damit ihr uns mal so ein bisschen besser kennenlernt, lese ich gerade mal meine Playlist vor, haben wir alles mal vorbereitet, ausnahmsweise mal. So, da ist auf Platz 6 die Gruppe Megadeth mit Killing is my Business, auf Platz 5 die Gruppe Warfare, Pure Filth, auf, was ein Wort, auf Platz 4 die Gruppe Celtic Frost mit Two Mega Therion, auf Platz 3 Gravedigger mit Wargames, eine neue Platte, kann ich empfehlen, absolut tierisch. Auf Platz 2 Hallows Eve, Tales of Terror und auf Platz 1 Slayer Hallowaids. So, und ich bin der Dodi, bin 16, bald. Und ich stelle jetzt mal meine Lieblingsgruppen vor. Und zwar auf Platz 7 Stormtroopers of Death, Speak English or Die. Auf Platz 6 Warrant the Enforcer. Auf Platz 5 Halloween Vaults of Jericho. Auf Platz 4 Iron Angel Hellish Crossfire. Platz 3 Slayer Hallowaids. Und Platz 2. 1. Platz 1, ja, meine ich. Hallows Eve Tales of Terror. Da wollen wir gleich mal vorstellen, die chaotischste Platte des Jahres haben wir hier gewählt. Das sind die Stormtroopers of Death. Die bei mir auf Platz 7 steht. Ja, wollten wir mal hochzeigen, weil wer ein bisschen was Witziges will, da kann sich die Schallplatte kaufen. Die geht aber absolut tierisch ab. Also es ist das Schnellste, was ich in meinem Leben je gehört habe. So eine Mischung aus Anthrax und anderen Chaoten. Und dann wollten wir noch vorstellen, eine neue Platte von der Gruppe Backwater. Die sind hier auch bei uns. Die sind heute hier im Studio und da wollten wir nämlich gerne ein Interview machen. Und deswegen hoffen wir, dass sie hier gleich zur Tür reinkommen. Die LP heißt Final Strike, ist auf Disaster Records erschienen, ist die Bestellnummer 10.003. So, Backwater kommen hier rein, das ist sehr praktisch. Ja, sogar vollzählig. Hi! Hi! So, hallo, so könnt ihr euch ja mal vorstellen. Ja, wer was ist? Ach, ich bin der Achim, ich mach Bass und Gesang. Okay, ich bin der Thomas, mach Gitarre und Gesang. Ich bin der Kossi und ich spiele Drums. Seit wann gibt es denn die Gruppe Backwater? Was? Ja, aber da steht ja auch schon. Alles klar, okay. Und bleib mal die wichtigste Frage so, erzähl mir was über die LP so, wie sie ist und so. Damit Thomas, du bist der Größte. Mach mal. Okay. Hey, man. Also okay, Sound ist auf jeden Fall um 100% besser als von der ersten. Ja, mein, der Titel, wie man ja sieht, es soll ja halt die Angst vor dem Atomkrieg irgendwie ausdrücken. Hm. Wer hat das gemalt? Das, Freund von mir. Das Grafikdesigner. Ist das eine Konzept-LP? Nee, kann man nicht sagen. Oder ist da irgendein Lied drauf, die mit dem Atomkrieg ja, so? Nuclear War, ja. Ah, ja, das letzte auf der ersten Seite. Du sagst es. Kann man gerade noch sagen, dass die Platte noch nicht raus sein wird? Wann kommt sie raus? Wahrscheinlich Ende dieses Monats. Also Leute, hoffen wir. Ja. Ich meine, ihr könnt jetzt schon eine haben. Ja. Also ja schon, weil wir morgen Radiosendung machen, da wird die vorgestellt, also 105,4 MHz, 15 bis 18 Uhr. So sieht hören! Voll hören. So, und das ist okay. Die alte LP, die werdet ihr wahrscheinlich auch noch in Plattenläden jetzt eher noch finden, auch Disaster Records, Bestellnummer 1001. Mhm. Revelation, die sieht noch so ein bisschen nach Black Metal aus. Macht ihr Black Metal? Sehe ich schwarz aus? Oh Mann, nicht. Guck ihn an, er ist süß, ich liebe ihn. Macht man das? Er ist nicht schwarz. Macht man das? Wie öfters. Genau. Wie man das macht. Junge, das ist halt, frag meine Mutter. Ja, bei mir stehen die Haare ja auch, aber nicht so. Kein Problem. Schickdose und so. Ja. Nee, die ganze Sache hat nichts mit Black Metal zu tun. Ja. Nicht? Nein. No. Weil da die meisten so zur Zeit sind. Ich meine, wir schreiben eigentlich Texte, die jeden beschäftigen. Mhm. Absolut jeden. Das ist einfach mehr Fun. Kannst du dir vorstellen, ja, was wir davon verstehen. Ja, wir haben ja mal ein Interview mit euch gemacht, das war also auch ziemlich lustig. Mit ihm habe ich es glaube gemacht. Ja, genau. Rauchen ist hier drin verboten, können wir gleich sagen. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist sehr schlecht. Was mache ich denn jetzt? Irgendwo, hier in meinem Schuh kannst du ausdrücken. Das kannst du machen. Ich mach mal, pass mal auf. Ja. Geil, kommt's gut? Ah, ja, das war mein Finger. So, pass auf, dass du nichts auf dem Boden hast. Ich hab's ja aus. Jetzt hat er wenigstens auch ein Muster. Ja, zum Glück ist okay. Das kommt jetzt zu euch. Feuermelder und so, das ist... Ja. Könnt ihr mal so erzählen, seit wann es euch gibt, was ihr voll gehabt habt? Ja, und wo seid ihr aufgetreten? Und der Besetzung spielen wir jetzt seit 4 Jahren, Freunde. Ja, und der Folge war ich. Ja. Besetzung. Wir hatten früher noch einen Sänger und einen Schlagzeuger. Jetzt singt niemand, oder wie? Jetzt singen wir beide, Thomas singt und ich. Das hört man hier gar nicht so drauf, die Unterschiede. So. Ich hab ähnliche Stimmen, ne? Was? Du meinst? Oh, nee, finde ich nicht. Du findest, wir singen ähnlich? Sing mal einer von euch was. Stimme an, Thomas. Das habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört. Sing mal, Kossi singt am besten. Der singt klasse, ey. Ja. Kossi singt gut. Ich kann aber jetzt gerade nicht. Weiß gar nicht, was der singt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er das hier ist. Ja, da hatte ich aber fast die gleichen Haare wie da eigentlich, gell. Ja, toll. Schau mal, siehst du? Geil, was? Ich wusste noch nicht, dass da Friseure gab. Da beißt er.
zeigen. Ja, und hier ist er viel besser drauf. Viel besser. Kennt ihr die Platten, die Stormtroopers auf der? Ja, die sind geil. Also die sind geil. Gut, ist geil. Die sind lustig. Geil, ja. Voll geiles Sound. Ist euer Demo eigentlich noch zu kriegen? Jetzt haben wir die zweite LP. Ja, wenn es jemand haben will, klar. Ja, ich schätze das gar nicht. Eigentlich schon, ja. Ja, müsste eigentlich geben, ja. Oh, gute. Ist ein Schluck? Nee. Du? Nicht. Ich muss nicht dranbleiben. Ich hab's schon, danke. Wie ist das eigentlich bei euch? Ist mit Alkohol eigentlich bei euch viel los? Oder Drogen? Oder nee, wir sind alle Alkoholiker. Ja, total. Ja. Groupies. Mhm. Ist mit Groupies? Ja, massenweise. Massenweise, ja. Redet ihr auch massenweise auf, nehme ich dann an. Dementsprechend bei den beiden ist, aber ich wo es die besten Groupies gibt? Ah ja, also in Amerika, nehme ich an. Ja, England schon ist einige auch Erfahrungen gut. Mitgemacht. Norddeutschland ist ganz gut. Norddeutschland? Nur mit den Männern, da läuft das nicht. Schade. Ja, okay. Wohnt, wann habt ihr euren größten Erfolg gehabt? Wo und wann habt ihr euren größten Erfolg gehabt? Konzertmäßig. Oh, das ist schwer zu sagen, hey. Also Hamburg war ganz geil auf der letzten Tour. München, Alabama. Eigentlich war die ganze Tour. Ja, eigentlich die ganze Tour. Ja. Und halt heute, gell? Ja. Heute ist super. Hallo! Ich fühl's nicht aus, du bist schon bereit, gell? Ja, klar. Nee, es war eigentlich alles erfolgreich. Wirklich. Außer halt jetzt Zeche und so, aber das war eigentlich nur eine Promotion-Sache. Das stand auch, glaube ich, in einer gewissen Zeitung, die man als hartes Werkzeug gewiss, kann. Gewiss, nee, darf mir nichts sagen. Haben wir letztes Mal gesagt was? Ach, stimmt. Was du alte Petze! Wir haben letztes Mal leider etwas verraten. Kennt ihr die Gruppe, die heute Abend hier spielt? Adlane? Adlane, nur vom Herrn zu. Ja, stehen draußen. Hallo! Adlane, hallo! Nein! Hallo! Ihr braucht nicht reinkommen, das Interview kommt noch. Wir sind noch dran. Ja. Aber ich wünsche euch viel Erfolg, ja. Ja, genau, geil. Ja, werde das schon schaffen. Ich glaube, Freundschaften unter Heavy Metal Bands, kann man sagen, sind eigentlich ziemlich gut, ne? Ja, man versteht es sofort. Die Basis ist die gleiche. Die Musik. Klar. Macht ihr eigentlich niveauvolle Musik? Natürlich. Ist die niveauvoll? Ja, ich finde schon. Kurz, was meinst du? Kossi, klar, die ist niveauvoll. Könnt ihr mich hören, ja? Niveauvoll. Du musst da reingucken, Kossi, da. Komm, wir küssen mal. Das sind Zuschauer. Nee. Echt? Hallo? Da hat es auch Zuschauer, ja? Was haltet ihr eigentlich von der Gruppe Creator, meine letzten Fernsehsendung? Geil. Ehrlich? Creator ist geil. Ich finde sie geil. Ich finde es schon okay. Geht gut ab, ne? Ja, Stichwort Creator, was halt eigentlich so von Brutalität im Heavy Metal? Was hat das mit Stichwort Creator zu tun? Brutalität. Ja, nicht so gut. Aber Brutalität im Heavy Metal ist scheiße. Weil ich meine, die Musik soll, ja, vorzugsweise, kann man das sagen, ja, kann ich sagen. Kleine Zettel. Soll einfach Fun machen, die ganze Musik. Ja, Heavy Metal soll Fun machen. Heavy Metal soll nicht, soll dazu dienen, dass man Aggressivität abbaut. Mhm. Und neuen Mut auftankt bei Konzerten zum Beispiel, wenn irgendwelche diverse Konzerte besucht. Mhm. Und nicht um Randale und Terror zu machen, die ganze Scheiße. Was? Ja, wo? Sicher. Da habt ihr recht, da müssen wir euch vollkommen recht geben, aber wir haben auch bis jetzt keine Band gehabt, die gesagt hat, ja, Brutalität ist gut. Ich meine, das ist auch Humbug, ich meine, gell, da brauchst du keine Musik machen, gell. Ich halt hier raus und retterst ein, meine. Du brauchst ja echt kein Instrument lernen, gell, mal ohne Witz, gell. Wie würdet ihr eigentlich eure Musik bezeichnen? So? Also Black Metal vorhin war es nicht. Wir machen echt einen Song. Wir versuchen aus allen Einflüssen irgendwas rauszuholen. Hm. Ja, also wir machen eine gewisse Mischung. Oh, jetzt kommt's. Ist schwer zu sagen. Ist echt schwer. Ich meine, vor allem liegt es uns daran, dass wir Power-Musik machen. Mhm. Das ist Musik, die abgeht, die Fun macht, den Leuten eben Spaß bereitet. Und dass die Musik vor allem ehrlich ist. Mhm. Und ich meine, da ist aus allem was drin, aus Speed Metal, was weiß ich. Ich meine, die ganze Sache mit Speed Metal, Black Metal und so weiter, ist nur eine Kommerzsache. Wenn wir Lust haben, ein schnelles Stück zu machen, dann heißt es noch lange nicht, dass wir da richtigen Speed machen wollen oder sonst was. Wir haben auch da ein langsames Stück drauf und trotzdem finden wir das als hart und gut eben. Was mich interessieren würde, ist, wenn ihr schnelle Stücke macht, fangt ihr dann gleich schnell an oder macht das Stück erst langsam und spielst dann schnell? Nein, das ist die Idee. Stimmt, wird's mal. Aber echt, da kann ich Dimension und Sticks sparen. Nichts gegen euch oder Speed Metal Bands, aber ich glaube, dass das irgendwie ein bisschen Qualität. Guck mal, ich sehe mich da oben, Thomas, siehst du mich auch? Das ist ein Monitor. Andere Richtung, da. Ich muss dazu sagen, dass wir im Fernsehstudio sind. Ja, ja. Hallo? Ja, das ist nicht Radio. Hi! Ich habe nie im Fernsehen gesehen. Ihr habt ja gerade die neue LP rausgebracht. Sieht es bei euch in der Zukunft aus? Wollt ihr mit der LP noch mal auf Tour gehen? Oder? Ja, selbstverständlich, klar. Also wir denken, dass spätestens im Frühjahr was klappt. Ja.
Und also Verhandlungen laufen mit, dementsprechend. Mit wem ist noch nicht und, so ganz und entschieden. Und Final Strike ist wirklich das überhaupt. Das seht ihr das? Ja, seht ihr das überhaupt richtig? Final Strike, Vorderseite, Rückseite. So, da ist auch er drauf, ja. Da ist hier, pass auf, da bin ich, da bin ich. Da ist Cossi. Ihr könnt ihn noch abdecken. Cossi ist hier mein Liebling. Da ist, liebe oh, und hier ist Thomas. Thomas ist super, schaut euch hin. Oh, sieht ihr nicht gut aus? Nee, das sagt okay. Ist geil, kauft sie euch. Ja, Also ist los, ich kauf sie mir auch, ja. Was, wie seid ihr eigentlich mit eurem Label? Wir keinen Schluck haben. Ne? Mit unserem Label. Ja, kannst du dich fragen, wenn unser Produzent irgendwo weg ist? Nee, nee, das ist ein Witz, Thomas. Nee. Thomas, hörst du uns? Ist alles okay. Ganz ins Hören, ja. Disaster Records, das ist ja zu euch, habe ich da in einer Zeitung gelesen. Also ja, war auch scheiße. Was war das für eine Zeitung? Das war so ein hartes Werkzeug, so. Ja, alles klar. Nee, was man hat er eine Zigarette? Ja, darf man nicht. Liegt draußen. Hey, was man vielleicht noch sagen sollte, also... Die Platte wird jetzt wahrscheinlich lizenzmäßig auf Need rauskommen. Also wir sind gerade in Verhandlungen. Auf Need Records? Ja. Mhm. Oh, später. Die sind total begeistert von uns, muss ich euch wirklich sagen. Ist geil, stimmt alles. Eigentlich wir auch, gell? Ich meine. Wir auch. Wir mögen Venom und so weiter. Mhm. Warfare und so. Okay, Warfare! 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 Ist geil. Das ist total absurd. Okay. Noch in meiner Playlist. Ich komme auch demnächst auf unsere Fete. Warfare, ja. Auf unsere Platte. Ja, richtig. Ehrlich? Ja. Mhm. Die sollte doch irgendwann sein im nächsten, ne? Wann ist er? Die sollte, eigentlich heute sein, aber... Ja. Ja, vergessen tut uns leid, gell, dass ihr daheim bleiben musstet und so. Vergessen. Ja. Und was sind eure Labelgenossen? Könnt ihr gerade mal über die was sagen? Ja, da ist jetzt, glaube ich, English Dogs, die kam kurz nach uns. Mhm. Danach war Angel Dust unter Vertrag. Die LP wird auch, glaube ich, einen Monat, anderthalb, spätestens zwei Monaten erscheinen, denke ich doch. Art. Und die Angel Dust sind auch echt geil. Mhm. Sind geil. Genau, also auf Disaster ist alles nur gut. Ja. Muss sein, oder? Das ist ja keine Schleichwerbung. Ja, pass auf, ist alles geil, was da kommt. Alles ja, geil. Ja, ja, ja. Wir wollen sowieso den nächsten Sample rausbringen, dann melden wir uns vielleicht auch mal bei Disaster. Oh ja, macht mal. Thomas, hast du gehört, ja? Ruf uns doch mal an. Ruf uns mal an, genau. So, und jetzt noch eine letzte Frage wegen Zeit und so. Wollte ja. Schon die letzte Frage? Ja. Ja. Ich weiß schon, was wir gestellt. Ihr könnt ja lange erzählen, die letzte Frage. Ja, kennt ihr die Platte, die da hinten hängt? Oh! Guck mal! Das war letztes Jahr meine Frisbee, ich meine. Was? Die Platte ist mir die erste. Dass die hierher, bis er hier geflogen ist, das ist alles. Guck mal, was da steht. Ist ja geil. Woher habt ihr die? Die habe ich schon gekauft, die habe ich irgendwo gefunden. Ich glaube, am besten können ein guter Freund von uns davon erzählen. Und zwar. Der Dirk ist ein Roadie, der jahrelang bei uns mitgearbeitet hat und der steht da drüben, das sollte mal herkommen. Dirk, komm mal her. Komm her. Dirk! Nicht so schreien, das sind nämlich Mikros. Komm mal, oh, die hören uns so laut. Komm her, Dirk. Hier ist Dirk. Hallo Leute, hier ist Dirk, unser Roadie. Der wir viele Nächte durchgemacht haben, vor allem letzte Nacht, bis morgens um 5. Oh, und er erzählt jetzt etwas über uns. Erzähl mal, Dirk. Ich soll was über euch erzählen. Prost. Oh. Sag mal, also es ist irgendwie ganz okay mit den Jungs, gell? Den meine Zigarette weg. Den Zigarette. Das ist schon mal schnell leer. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, so einen Feuermelder da zu hören. Nee, ich sag einfach ganz die okay, Kamera die Jungs, die Kamera die Jungs auch irgendwie sind ganz in Ordnung hier, gell? Backwater, coole Band, muss guter er jetzt Sound. Sagen. Ich muss das sagen, ja, die haben viel gezahlt. Ja. Viel gezahlt. Ich glaube, muss es wert sein. Genau. Nee, ich sag ganz einfach, ey, das sind irgendwie alte Freaks, die machen geilen Sound. Machen halt das, die ganze Sache. Die ganze Sache mordsmodern, gell. Was die sind die Vorbilder eigentlich schon da kurz? Keine Vorbilder. Es gibt keine Cossi, Vorbilder. Cossi hat als Vorbild Manfred Kossmann, er Thomas Guschbau. Klar. Ich Armin Schmidt als Vorbild. Es gibt noch ein Vorbild bei ihm. Nee, du darfst. Es gibt für ihn noch ein Vorbild, aber wir dürfen es leider nicht verraten. Nein. Das können wir nicht machen, so. Also ich und noch jemand. Ja, also, nee, aber die Band an für sich, so wie sie ihren Sound machen, gerade auf dieser Platte. Da! Kamera 1, 2, jetzt hier. Ganz nah ran. Das Backwater muss man sehen. Yeah! Ist okay, und zwar ist es eine. Das ist wieder diese übliche Chaotik, weil die abgegangen ist. Ja, muss dazugehören. Ich würde sagen, am besten, wer interessiert ist, heute. Also, die Sache mit Vorbildern ist die, dass wir in, also direkt eigentlich gar keine Vorbilder haben. Nicht so Steve Harris wie sonst die anderen Steve Gruppen. Harris? Nee. Am Anfang, in Anfangszeit, müsste irgendwo. Halt er hat mich als Vorbild, mein ganz ehrlich gesagt, wir haben uns zu viel getroffen, also Thomas und ich haben angefangen Musik zu machen über Plattenspieler. Wir sind irgendwie immer ganz neutral an die Sache rangegangen. Wir haben uns in der Schule getroffen, dann entstand die Idee, dass wir zusammen Musik machen,
habe ich mit Plattenspieler angefangen, bei ihm daheim, bei mir daheim, im Zimmer. Ja, 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 ehrlich, ist doch geil, ist doch geil. Sieh mal, meine Haare auf der Brust. Das ist geil. Und dann haben wir, dann kamen wir in Böbling, da kommen wir nämlich her, Böbling, Böbling, BB, Stuttgart. Eine Stadt bietet mehr, bei Stuttgart. Die da haben wir, da gibt es so Baken, so alte IBM-Baken, IBM, Pfui, Teufel. Und da ist eine Barge extra Musikbands gestellt und, erzähl mal weiter. Krokodil oder? Ja, Krokodil ist unsere Stammkneipe. Weil ich gestern bei ihm angerufen und da hat er seine Mutter gemeint, oh Krokodil. Nee, nee, das ist was ganz anderes. Das ist mehr ein Treffen nach dem Baracken, verstehst du? Das ist so ein Ding. Die hatten da einen Raum. Auf jeden Fall haben wir Kossi dort damals kennengelernt, Baracken. Wir hatten Kossi. Nee, Kossi hat mit I geschrieben, mit I. Siehst du an seinen Haaren? Sieht doppelt so gut aus. Er ist schön, der Kossi. Das muss ich mich immer wieder. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Wir hatten damals noch einen anderen Schlagzeuger. Und noch ein Sänger. Wir haben uns von beiden getrennt, wobei ich jetzt anmerken muss, dass der Sänger, mit dem wir heute noch echt mordsgut befreundet sind, also ist ein eingefleischter Freund von uns, ein eingefleischter Backwater-Fan. Mhm. So wie du, Thomas. Thomas ist geil. Wir behalten dich. Bloß bei mir und ich, dass ich immer noch dabei bin. Komisch, was seltsam ist, immer wenn ich sage, ich finde Backwater gut. Oh Gott. Naja, ja, stößt ja mal auf Kritik, ja. Nee, das meinen die alle nicht ernst, die finden das alle gut. Also nur eine Sache, die wir auf jeden Fall vorbringen wollen. Die Leute haben uns in gewissen Zeitschriften am Anfang, nach der ersten LP, nach der... Geh mal weg. Revelations. Revelation? Auf Doom. Nee, Quatsch. Uns als Punks verschrien und das ist eine Sache, die recht übel ist. Nee, Punks, das sieht man gleich, dass das keine Punks sind, weil die haben immer besondere Haare, Punks, und das kommt... Sonst hätte ich ja blau und keine rote. So, wir müssen jetzt wirklich langsam zum Schluss kommen. Schon wieder. Scheiße. Und wollten wir noch dazu sagen, dass die nächste Fernsehsendung mit dieser Gruppe hier ist. Sie ist am wievielten war das doch aufgezogen? Am 1. April. Das ist wahrscheinlich genau das richtige Datum, um diese Gruppe hier zu bringen. Ja, hey, da müsst ihr einschalten. Das ist geil, es kommt gut, Fall. Ich schalte auch ein. Kossi guckt zu. Darauf könnt ihr einen, ihr wisst schon. Ja. Lassen, hier. Ja, ich würde sagen, die Leute, die da interessiert sind, was du von meinem Mantel? Selbst die Kritik was? Bilden. Mein Mantel ist geil, oder? Stimmt. Was hältst du davon? Ich mag das nicht. Super. Hey, ja, Magno, ein Schlusswort bringen, geh, mach mal. Okay, ein Schlusswort. Aber wirklich ein Schlusswort. Unser Roadie, unser Freund, wir lieben ihn alle. Er hält zu uns. Letzte Schlusswort. Letzte. Also Backwater ist geil am 1. April und wenn ihr nicht einschaltet, seid ihr selber schuld. Ja, das war geil. Die Mikros. Also das war... See you, gell? Ja. Okay. Also tschüss. Macht's gut, geil. Ja. Also, nachdem wir dieses wahrscheinlich überstanden haben, werde ich erstmal dieses... Wir haben es überstanden. Werde ich erstmal dieses Informationsmaterial hier runterlegen. Denn wir kommen jetzt... Oh. Wir kommen jetzt zu einem ruhigeren Teil dieser Sendung, nämlich die News, bevor wir dann wieder in Interview machen mit der Gruppe, die heute Abend hier spielt. Das steht schon alles, aber das bleibt geheim, wie es hier aussieht. Na, fangen wir toll. An. Die Leute haben mir wieder ihr Bestes getan. So, Red sind nicht mehr im Vorprogramm von X-Web. Die neue Vorgruppe heißt Docken. Neues HM-Label, Whiplash, Vinyl. Von der Gruppe Ruffians. Genau. Das muss man dazu sagen, ich habe das einfach aufgeschrieben. Und ich das ist eine Stift, ist gerade. Ja. Ozzy Osbourne ist eine traurige Nachricht. Ozzy Osbourne kommt in der nächsten Zeit leider nicht nach Deutschland, aber die neue LP, The Ultimate Sin, ist draußen. Und die zweite LP von Adlane, die nachher hier live spielen werden, ist auch schon fertig. Speedfans, aufgepasst. Erste LP von Angel Dust im März. Es kann sogar sein, dass diese Gruppe sogar bei uns dann spielt. Und noch eine LP. Spoiled Brotten, ja. Ne, Virgin Steel. Was? Virgin ja, Steel. Schon gut. Blind Fury heißen wieder Satan. Die Umbenennung ist leider nicht, wissen wir nicht warum. Eine neue Band gibt's auch, nämlich Spoiled Brotten. Im April eine neue Slayer-LP mit Tour. Also, kommen auf Tour. Wir werden uns mit Slayer treffen, um über ein Konzert mit ihnen zu reden. Wenn das klappt, Leute, naja, ihr wisst schon, da geht's total dann ab. Und die LP von Poison wird demnächst auf dem Label Enigma zu erhalten sein. Faithful Breath waren in Amerika und haben dort einige Gigs abgezogen und haben sich ein bisschen bekannt gemacht. Interview wahrscheinlich in den nächsten einen von unseren Radiosendungen.
und Konkurrenz für Warlock gibt es nämlich auch. Stonehenge. Mehr davon am 16.02.86 auf 105,4 MHz. Das heißt, morgen ist diese Sendung, da werden wir das Demo von dieser Gruppe spielen. Ich kann euch sagen, die Sängerin, die hat eine Organe. Das gibt's nicht nochmal. Die ganze Gruppe ist gut. Also welches Organ meinst du? Was? Welches Organ meinst du? So, die Radioshow, die ist morgen. Und die ist wieder wie immer von uns gemacht. Und zwar ist sie von 15 bis 18 Uhr auf 105,4 MHz. Im offenen Kanal AKK Ludwigshafen. Da gibt's wieder absolut Action. So. So, das war der Zettel. Jetzt kommt was Langes. Aber interessant. Nee, was ist ja was Neues. Und zwar hier. Ja, und zwar ist es ein, haben wir einen Kassettensampler. Wir möchten uns nochmal bei Michael Schroth alias Schrotti bedanken, dass er das so schön gemacht hat. Hallo, da steht's da draußen auch, der freut sich jetzt. Der lacht so, ich wär's hier drin. Und der hat einen Kassettensampler gemacht, ich weiß es gar nicht. Der Demosampler mit den besten Underground-Gruppen der Welt, Stilrichtung der verschiedenen Gruppen. Speed Metal, Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal, Power Metal, Heavy Metal, Powerful, Thrash, Punk, Punk und Hardcore Metal. Alles vorhanden, Leute. Voraussichtlich, der Gegenschmack. Voraussichtlich werden folgende Gruppen vertreten sein. Ich kenne den Text nicht, muss hier lesen. Australien. Also aus Australien, Nothing Sacred, Prowler und Renegade. Aus Deutschland, Angel Dust, Samhain, Death Warrant, Violent Force. Ah, oh, die sind geil. Evoked Doom, Darkness, Tankard, Poison und Wizard Wizera. Und USA, Legacy, At War, Cryptic Slaughter, Have Mercy, The White Pigs, Mayhem, Siren, Weeplash, Wehrmacht, Scheiße, NME, Medieval, Accused, Enforcer und so weiter. England, Chaos UK, Dänemark, Samhain, Schweiz, Messiah, Necromancer, Kanada, Slaughter 4, Holland, Angel Dust, schon wieder, und Thanatos. Und mehr Informations könnt ihr erhalten bei Michael Stroth, Otto Dillstraße 7C in 6710 Frankenthal. Oder ruft einfach an 06233 41868. So zwischen 18 und 19 Uhr. Der hat zwar nicht direkt mit Battle Production zu tun, hat es uns aber gemacht und darum wollen wir uns erstmal sehr dankbar sein. Das möchte ich nicht gerade wegschmeißen. So, nun Tour-Dates. Und zwar Victory, die spielen am 16.02. in Hannover in der Rotation. Am 18.02. in Tuttlingen, am 19.02. in Ludwigsburg Rockfabrik. Ich werde mal kurz was holen. Am 20.02. in Nürnberg Brühl. Ach, neue Idee. Rührersaal. Oh. Am 21.02. in Fulda und am 22.02. in Bremen Schlachthof. Oh. Dann Destruction und Iron Angel am 29.03. in München in der Theaterfabrik. Das wird absolut heavy. Dio kommt am 24.04. in Offenbach in die Stadthalle. Am 25.04. in München Rudi Sedlmayr Halle. Ja. Am 27.04. Essen in die Kruger Halle. 28.04. Ludwigshafen-Eberthalle, 29.04. Stuttgart-Sporthalle-Böblingen, 30.04. Nürnberg-Frankenhalle, 2.05. Hannover-Eilenriedenhalle. So, nun Accept und Red steht hier noch, das stimmt nicht mehr, wie gesagt, Don Docken, ein wirklich guter Gitarrist, kann ich empfehlen. 7.03. Osnabrück-Stadthalle, 8.03. Bremen-Stadthalle, 12.03. Völklingen-Sporthalle, 13.03. Nürnberg-Hämmerlein-Halle, 14.03. München-Rudi-Sedlmayr-Halle, 15.03. Würzburg-Karl-Diem-Halle, 18.03. Köln-Sporthalle, 19.03. Böblingen-Sporthalle, da kommen Backwater her, hallo. 20.03. Offenbach-Stadthalle und 21.03. Essen-Kruger-Halle, 23.03. Ludwigshafen-Friedrich-Ebert-Halle, also das wird für die Leute hier am meisten zutreffen, nehme ich an. 24.03. Ravensburg-Oberschwabenhalle und last not least, 25.03. Ulm-Donauhalle. Kontakt, Peter Rieder, Konzerte, Telefon und so weiter. Das ist jetzt uninteressant. Honeymoon Suite, die kommt am 16.02. Auch ja. Das morgen. Ja. In CCH, weiß der Teufel, was das ist. Am 18.02. in Kiel, Ostseehalle. 20.02. Ludwigshafen-Friedrich-Ebert-Halle. 21.02. Köln-Sporthalle. 22.02. Frankfurt-Alte Oper. 23.02. Freiburg-Stadthalle. 24.02. Saarbrücken, Saarlandhalle. 25.02. Stuttgart Sporthalle Böblingen. Nun ein aktueller Veranstaltungstipp. Wenn die Sendung fertig ist, setzt ihr euch ins Auto, aufs Fahrrad, aufs Mofa, aufs Leichtkraftrad. Und dann fahrt ihr nach Mörsch. In die Mörscher Au, wo folgendes stattfinden wird. Ich weiß, wie muss man das Kniederfall bringen. Ja. Das ist heute, das heißt Night Power Party. Ich sag gleich, es läuft kein Heavy Metal, aber die Leute und alles, da geht es also wirklich gut ab. Und das Wichtigste, die größte Bowle der Welt.
also dieses Weltrekordversuch. Ein Weltrekordversuch im Guinness-Buch der Weltrekorde und so. Das wird da sein. In der Mörscher auch. Und kann man eigentlich nur empfehlen, 3 D-Mark Eintritt. Nee, 3,50 Mark Abendkast. Ja, geht da hin. Ist es schon im Bild gewesen? Ach, ja, die Plakat habt ihr bestimmt schon gesehen. So, das auch weg. Und zwar könnt ihr auch Flugreisen gewinnen. Im Moment ist mir entfallen, wohin. Also ich weiß nicht, ja, Paris. Ah ja, stimmt. So, jetzt noch einmal Tourdaten, und zwar die Gruppe Blue Oyster Cult. Wer hätte gedacht, es gibt diese Gruppe noch. Mal sehen, was sie dies macht. Im Vorprogramm ist übrigens Tokyo Blade, aber das kann ich nicht hundertprozentig garantieren, sondern nur 99,5, weil ich es nicht ganz genau weiß. Die Tour ist überschrieben mit Club Ninja Tour 86 und ist 16.02. Düsseldorf, 17.02. Stuttgart, 18.02. Offenbach, jetzt kommt's, 19.02. Ludwigshafen-Eberthalle, 20.02. München, 21.02. Nürnberg, 22.02. Hamburg und 23.03. Berlin. Da war noch was? Nein, da war nichts mehr. Hier ist was. Und now the number one of rock music, Adler Oberstetten. Direkt an der B312 zwischen Deutlingen und Riedlingen. Ja, das ist uninteressant. Ah, ja. Breathless am 22.02. mit Agent Orange. Also das ist ein kleiner Club, wo Heavy-Metal-Gruppen spielen, hab ich gehört. Und das wollten wir euch einmal empfehlen. Also ist ja nicht so arg weit weg. Dann wollten wir noch sagen, es gibt neue LPs wieder zurzeit. Also wenn ihr in den Plattenshop geht, seht das sowieso. Aber falls ihr nicht drin wart, dann mal euch mal kurz da informieren. Von Ozzy Osbourne, Hair Apartment, David Chastain, Overkill, Railway, Rosie Vista, Tokyo Blade, Veto, Gravedigger, empfehlenswert, Zotrop, Destructor, Sortilege aus Frankreich, Pandemonium, Hellois, Blue Oyster Cult,